Liebe christliche Gemeinde, herzliche Grüße aus der Domstadt in Köln. Wir haben heute den 16. November im Jahr des Herrn 2019 und haben unser GMF 1.5 Wintermeeting. Und jetzt bitte ich den Mann on stage, den wir diesem ganzen Scheiß zu verdanken haben. Und hier kommt der Mann aus dem Barbecue-Hochadel, Baron Ingbert von Kotamöding. So, du hast es nach Köln geschafft. Ja. Großartig. Aber irgendwie bin ich total verschlafen. Alles klar. Ich habe so Karten für die Fürbitten verkauft. Gebe man mir mal eine. Dankeschön. Dann, Herr Baron, dann lesen Sie mal die Messe für heute. Was wir denn so vorhaben? Ach, du hast da. Ich habe keine Brille auf. Tut mir leid. Dann werde ich das machen. Also, wir haben jetzt leichte, kurze Verspätung, weil wir haben schon, wie viele Minuten nach 10? Viertelminuten nach 10. Gut. Keine Ahnung, wie man das misst, aber gut. Wir haben Viertelminuten nach 10. So, und wir wollten ja um 10 Uhr pünktlich beginnen mit einem Begrüßungscocktail. Ich war so frei und habe den Cocktail gestern schon angerührt, weil wir sind ja in einer sehr toleranten Stadt, die heißt auch Köln. Und deswegen war der Begrüßungscocktail ein selbstgemachter Eierlikör. So, und den haben wir schon verkostet. Der Eierlikörmann ist da außerhalb des Bildrandes zu sehen. Und der hat den wohl ganz gut geschmeckt, habe ich wenigstens gehört. So, also die Begrüßung, die haben wir jetzt abgehakt. Jetzt geht's los mit einem typisch kölschen Frühstück. Da gibt es nämlich Riefkuchen, das sind Reibekuchen, Flönz, das ist Blutwurst. Dazu gibt es eben noch verschiedene Eiervariationen. Es gibt Leute, die möchten gerne, so wie unser Spaten, nur die Harten kommen in Spaten und den Garten. Und der möchte nämlich 7 Minuten Eier. Also ich keine Ahnung, wie er das noch kauen will, aber wie kriegt er? So, danach haben sich Leute gewünscht, Dry-Aged Schweinelende gefüllt auf 2 Arten, das kriegen wir hin. Dann gibt es irgendwie so einen Burger, Almighty's, keine Ahnung, wer den macht. Dann gibt es noch ein Risotto und ein Bier-Chicken-Contest gegen 15 Uhr. Wer dann noch Hunger hat, gegen 16 Uhr macht unser lieber Spaten was von der Gemüse, von der Platte, die haben wir hier. Und der Hans, das ist unser Mann, für Spezialist für Feuerholz, der wird dann hier geziemt einheizen. So. Gegen 17 Uhr macht der liebe Garrett etwas, was ihm besonders am Herzen liegt. Das sind nämlich Fruit Crumbles. Das steht da ja. Ja, siehste, da wird es Fruit Crumbles geben. Dann um 18 Uhr haben wir dann schon unseren Beer Can Chicken Contest. Gegen 20 Uhr gibt es ein Korean Bulgogi Pork Cheesesteak Slider. Gegen 21 Uhr Dry Aged Nierenzapfen. Die haben wir gestern Abend schon probiert. Die waren auch wirklich im durchaus essbaren Bereich. Gegen 22 Uhr macht die Frau Baronin dann ihr berühmtes Wildgulasch mit selbst geschöpften Spätzle. Gegen 23 Uhr gibt es Dry-Aged Briskets im New York-Style. Gegen 0 Uhr machen wir dann noch das Dry-Aged Usbekistan-Mangal. Das macht der Baron persönlich. Zwischen 0 und 10 Uhr morgens, was ihr da kochen wollt und machen wollt, das liegt bei euch und in Gottes Hand. Und morgen früh machen wir noch unsere traditionelle GMF Signature Bratwurst. Das wäre so unser Tagesprogramm. Okay. Und jetzt müssen wir noch versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen und dass unsere Mägen das auch schaffen. Ich wollte gerade sagen, wer soll das alles wieder essen? Du. In diesem Sinne, lasst die Grillspiele beginnen. Mhm. Hier, ich filme auch mal ganz kurz. Ihr guckt euch die Marmorierung an, ist fast wie Kobe, meine eigenen Rinder. Und da machen wir jetzt nur ein paar leckere Sandwiches raus heute Abend. Und das ist mein Würzer. Und das ist ein guter Kollege von mir. Und die werden das jetzt richtig schön würzen, weil ich habe das ja schon mal gemacht. Und dann wandert das gleich auf den Smoker. Wir drehen es einmal um. Ne? So, hier ist der Water Smoker von Heiko. Und da kommen die Burschen jetzt rein. Einmal umdrehen, einmal umdrehen. Prima. Man sieht, es räuchert schon. Wurstchips sind drin. Passt ganz genau, wie es Katzen fangen. Klappe zu, Affe tot. Der watert, der smoked. Mehr geht nicht. Smoke on the water. Genau. So, komme ich auch mal eben hier bei. Also, hier sehen wir ein Filet im Bekolan-Netz. Gefüllt mit Pfifferlingen. Und dann die Igelspieße, die sind gefüllt mit Tapenade, auch Schweinefilet. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die Lümmel hier drauf gar kriegen. Aber ich habe hier so viele astreine Feuerplatten-Experten, die werden mir den Storch schon braten. Hier sind jetzt die
gefüllten Filets. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich auch mal probieren, ob das denn durchaus im essbaren Bereich ist. Jetzt Pommes. Und vielleicht interessiert sie den einen oder anderen Zuschauer nochmal. Also, die Pommes habe ich jetzt diesmal mit der Hand gestiftelt. Immer schön so Kantmaß 12x12 mm. Hatte tolle Hilfe von unserem Freund Martin dabei. Der Kessel hat jetzt ordentlich Temperatur. Ich mache es gerne mit so einem Kessel, weil der die Temperatur meines Erachtens konstanter hält als jede mir bekannte Fritteuse. Außer die von King, die in den Pommesbuden sind, mit denen habe ich noch nicht gearbeitet. Und jetzt halten wir die mal da rein. Wie ihr seht, die zischen schon ganz gut los. Und wir fangen an, die einmal vorzufrittieren. Und da wir hier einen ordentlichen Schwung Öl ordentlich auf Temperatur haben, können wir da auch noch ein paar mehr von diesen Stäbchen rein tun. Und die Dauer, eigentlich kann man hier jetzt eine Uhr nachstellen. Der liebe Gerrit, würdest du mal den Timer machen auf so 4 Minuten 30? Jawohl. Ja, hier kommt der nächste Gang. Ja, die Teilnehmer wollten das so. Ich weiß zwar nicht, wo die das hinstecken, weil ich bin schon total platt bis morgen früh mit Essen, aber... Philipp, die Pommes gehen immer. Das ist doch gut. Und die anderen 9 Fleischgänge? Ja, jetzt... Gibt es danach erstmal noch die Almighty's, glaube ich, oder? Ja, mit schlappen 350 Gramm. Her damit. Aber es war auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, dass ihr statt 6 Filets nur 3 Filets geöffnet habt. Fleischqualität war gut. Im Kern hatten wir ja ungefähr knapp 60, das war super. So. Und der geneigte Zuschauer, der wird gleich hören, die Pommes frites, die fangen quasi so ein bisschen an zu singen, so quietschende Geräusche zu geben. Und dann weiß man, dass die innen drin gar sind. Weil das heißt nämlich, dass das Wasser, was innen drin in der Kartoffel ist, quasi am Kochen ist. Dann sind die, man kann die gleich schon essen. Die sind gleich wunderbar weich, aber noch nicht knusprig. Deswegen muss man die doppelt frittieren. So, und wir werden das vielleicht jetzt gleich an diesem Geräusch hören. Momentan ist das noch so ein brutzelndes Geräusch und gleich hört man die so ganz fein hochfrequent pfeifen oder singen oder wie auch immer. So, ich finde, die Fritteuse ist ja wohl die beste Fritteuse überhaupt, weil wir haben so viel Material drin, aber die hält einfach die Hitze besser als jedes elektrische Moped. Das muss man bei der Katz machen. Ich schau sie ganz leer. Ach, und vielleicht auch noch was interessant ist, wenn man die so vorfrittiert hat, ja, dann lässt man die einfach, wenn man denn möchte, kann man die wunderbar auf einem Blech ausbreiten, wo man noch ein bisschen vielleicht so Küchenkrepp untergelegt hat. Und wenn die dann trocken sind, dann kann man die perfekt einvakuumieren und einfrieren. Ja, das sind ungefähr dann so, wie die auch die Pommes, die dann auch die Pommes Frites-Buden haben, aber dann eben halt selbst gemacht. Und dann kann man die hinterher ganz einfach ja, weiterverkaufen oder eben ein halbes Jahr später, wenn man sagt, ich habe Bock auf Pommes, dann spart man sich auf jeden Fall einmal den Frittiervorgang und hat relativ schnell dann ein paar wirklich tolle Pommes. So, will mal einer eine aufbrechen und gucken, ob die schon gar sind, wenn einer möchte? Soll ich dir die neue besorgen? Gemacht, ne? Ja. Mit Größe. Mit Größe, dann guckst du mal. Siehst du? Ja. Echt? Schwer, ne? Martin von Martins Barbecue hat sich extra heute freigenommen für uns. Sieht soweit ganz gut aus und dann gucken wir mal, wie das wird. Und wir machen das mit noch einem Hähnchen. Und der gute René Wachtel, der macht uns gleich Roadkills Chicken auf der Feuerplatte. Hier ist der liebe René von R&K Barbecue aus St. Barth. Wie heißt der Ort, wo du herkommst? Augsburg. Aus St. Barth, Augsburg? Arnsdorf. Arnsdorf, okay. Liebe Natural Born Blurs und anders interessierte Leute, ich mache jetzt Risotto. Das heißt, ich versuche es. Ich habe jetzt schon gehackte Zwiebeln und Butter in einer Pfanne geschmolzen.
Und jetzt gebe ich den speziellen Reis dazu. Ich habe mich heute für Arborio-Reis entschieden. Normalerweise hätte ich lieber Cannaroli genommen, aber Cannaroli-Reis zu bekommen ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Ja, und das dürfte reichen für die Teilnehmer erstmal. So, und dieser Reis muss jetzt leicht angeschwitzt werden. Und wenn er so richtig schön am Schwitzen dran am Tun ist, dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, der Reis und die Zwiebeln schwitzen wunderbar an. Ja, so sieht das aus. Die Butter saugt das alles wunderbar auf. Ja, genau so. So, hier habe ich noch was. Das drücke ich mal ins rechte Licht für euch. Nämlich ungefähr mal hier hin. Ja, da habe ich Brühe und die Brühe muss immer heiß sein. Muss heiß da drauf, damit wir jetzt den Kochprozess nicht mehr unterbrechen. Lohnt eigentlich nicht. Außer bis jetzt noch auf dieses eine Mal, wenn ich jetzt anfange mit Weißwein das Ganze abzulöschen, da habe ich einen richtig guten, weil ich möchte auch ein gutes Risotto. Reicht aber den Weißwein? Ja. Einmal hinter dich greifen, den Reis, den Weißwein und eine ganze Flasche. Merci vielmals. So, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Und Besser also, nur ist der beste Kaffee. Ja, ist gut. Pass mal auf, wir müssen nur aufpassen, dass hier der Griff nicht brennt, ne? Ja, sonst ist er weg, Leute. Was wird das? Ein Risotto, oder? Das wird ein Risotto, ja. Okay. Also Risotto Milanese, Originalrezept aus Italien. Ich habe nie gesagt, dass ich das mal machen soll. Hm? Oh, ja klar, wenn da so viel Parmesan reinkommt, dann ist das was für mich. Der kommt bei mir auch viel Spaß. Aber das ist mal ganz anders, das kommt man auch noch. Das sieht dann so Fäden, ne? Ja, das macht schlotzig. Schlotzig. Der eine sagt so, der andere sagt schlotzig, was man sagt. Aber den habe ich auch gerne. Aber mit dem Beef Buddy habe ich Billionär-Nudeln gemacht, wo wir die ganzen Nudeln nur in Rotwein gekocht haben, 3 Liter guten Rotwein gekocht haben. Barolo? Nee, ich hatte einen schönen Burgunder genommen. Da hast du Nudeln Burgunder drin gekocht? Ja, dann werden die sofort schön leuchtend rot. Ja, aber der arme Burgunder. Nein, aus dem Rest, weil der Burgunder war so schön einreduziert und daraus machst du hinterher eine Bolognese. Und dann hast du die genialsten Rotwein-Bolognese-Nudeln aller Zeiten. Weil ich hätte mir die Nudeln richtig färben. Tut voll, kannst du das Video angucken. Die sind purpurrot, sind mega geil. Und geschmacklich halt der Knaller. Also diese Nudeln, nur mit Butter und Parmesan, geht dir einer bei ab, weil die haben dieses ganze Rotwein-Aroma drin, sind jetzt eine. Okay, also Gericht ist freigegeben. Guckt mal, wo die Teller sind. Wo sind sie geblieben? So, wie ihr seht, ich habe einfach nur noch ein bisschen gerührt. Und das Gericht ist jetzt gut. Und jetzt werden wir es mal essen. Das hat jetzt die perfekte Konsistenz, den perfekten Gargrad mit einem leichten Biss noch. Etwas al dente. Und ja, dann lassen wir uns das mal schmecken. Wir sind jetzt 12 Kilo Wild auf der Platte. Weil wir jetzt noch ein schönes Wildgulasch machen, was wir dann jedem Teilnehmer noch mitgeben. Und das wird eine echt leckere Sache. So, das wird jetzt hier angebraten. Und hier haben wir dann den großen Druidenzopf von Miracolix. Und da zaubern wir dann das Fleisch mit der Soße drin und schmoren das dann zart. Und wie wir das alles machen, bleibt einfach dran. Okay, da beschlägt sogar meine Kamera. Also, das Fleisch wurde jetzt angeschmort, schön abgewürzt und sobald jetzt alles so ein bisschen angebraten ist, kommt es hier in den Miracolix-Topf rein. Da befindet sich ordentlich Butter drin, da hinten seht ihr schon ordentlich Kräuter. Kräuter, Wein und Sahne wird dann gleich aufgegossen, dazu noch ordentlich Pfifferling-Jus und dann gibt das eine hoffentlich leckere Sache. Das sind ordentlich Kräuter. So, man kann es zwar nicht so ganz gut sehen, doch so ein bisschen. Also, jetzt sind jetzt alle Kräuter drauf. Die Flammen lodern. Und jetzt rühren wir das Ganze um. Und dann
probieren wir schon mal so ein bisschen, wie wir geschmacklich fahren. Haben wir Weißwein schon dran gegeben, jetzt kommt noch ein Hauch Sahne dran. Das liebe ich ja an der Metro, dass die Sahne in 1 Liter Verpackung haben. Nein, Schlagsahne. So. Eine Flasche Weißwein hat sich auch schon rein verirrt. Und ich sag immer, wenn man die Chance hat, Kalorien nicht vermeiden zu können, dann sollte man sie auch nachkommen. Ja, bitte. Aber einfach nur reduzieren. Reduzieren, damit es flacher wird. So. Da holen wir jetzt den gleichen Deckel drauf. So, da wird eine gleiche. Jetzt gucken wir, ob das was ist. Und saftig. Das geht aber durch wie Butter, ne? Das geht durch wie Butter. Jo, das sieht doch mal sehr gut aus. Und ist auch schön saftig und fettig. Ja. Das, die gleiche Qualität wie bei 10 Blogger ein Wort. Ich glaube noch einen Tacken besser. Aber ich kann euch gestehen, das hört ja schon. Ja, Fett ist dran. Ja. Ihr Lieben, es ist Sonntagmorgen und wir wursten. Wie ihr seht, ist hier nur Bacon und Bacon drin, Zwiebel, Knoblauch und jede Menge Käse. Und da machen wir jetzt unsere Signature-Bratwurst draus. Ich habe einen Schall bekommen! Wir Wolfen! So, jetzt wird fleißig gekurbelt und oh, da kommt der Brät vorne raus ohne Ende. Willst du zwischendurch abdrehen oder willst du die ganze Wurst und dann drehen? Ja. Ja, lass mal was in der Hand. Da. Du musst aber aufpassen, dass ich hier auch immer gleich nicht. Du musst gehen, hier weiß das ist so ordinär, wenn man die füllt. Alles klar, Andrea. Nicht, dass du Dinge siehst, die du noch nie gesehen hast. Charity. Charity grillen, genau. So, der Micha seine Würste, die haben wir hier gerade mal geräuchert. Die sehen schon mal richtig gut aus. Die müssen noch ein bisschen erwärmt werden, die kriegen gleich noch ein paar Röstaromen und dann sind die fertig. Ja Leute, dann wären wir am Ende angelangt. Holen wir noch mal einen Prof und einen Gerrit. Gerrit will ich kennen. Ja. Was wollen wir denn jetzt noch unseren Zuschauern mitteilen? Keine Ahnung, Herr Baron. Ich gebe da gleich einen Baron. Herr Professor. Ach so, der ist ja wirklich Professor. Gut, Leute. Es war unserer Meinung nach, den Teilnehmern nach, eine wirklich gelungene Veranstaltung. Wir waren jetzt nicht die Riesengruppe. Wie viele Leute waren wir? Knapp 20. Knapp 20 und... Also 19. Kommen Sie mal weiter genau. Hier ins Bild rein. Ich muss sagen, nochmal vielen, vielen Dank an euch beide für die Organisation und für generell für die Veranstaltung. Ich fand es super familiär, in dieser Barbecue-Familie teil sein zu dürfen. Ja, danke. Dank. Kommen wir noch zu GMF 2.0. Es wird wieder stattfinden, ja. Sofern wir genügend Teilnehmer zusammenkriegen. Also, es wird stattfinden, wieder in Dornburg, wo wir letztes Jahr schon waren, vom 19. bis zum 21. Juni in 2020. Und wir haben auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Überraschung. Welche, die werden wir im Laufe der Zeit noch verkünden, was wir speziell für den Freitagabend für euch geplant haben. Ansonsten könnt ihr wie immer sicher sein, wir hatten jetzt gestern auch 13 verschiedene Gerichte. Heute Morgen haben wir nochmal eine Signature-Bratwurst gemacht. Und wir können, glaube ich, sagen, bei der wird es auch in Zukunft bleiben. Die wird es weiterhin geben, diese Signature-Bratwurst, selbst gewolft. Dann hatten wir nur eigenes Dry-Aged-Fleisch aus eigener Erzeugung. Das können wir auch sagen. Und ich denke, wir haben sehr, sehr gut gegessen. Und ja, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und Zuschauern, dass ihr uns die Treue gehalten habt und dass ihr hier zu uns nach Köln gekommen seid. Und was wir eigentlich auch schon sagen können, ist, es wird auch nächstes Jahr wieder ein GMF im Winter geben. Selbe Location, wieder hier in Köln und wahrscheinlich auch wieder das Mitte-November-Wochenende, weil da die meisten Leute Zeit haben werden. Also auch das kann man sich angucken. Also der zweite Samstag im November 2020 wird auch wieder das GMF dann 2.5 sein. Ja, und was ich jetzt noch sagen muss, es kam in der Vorplanung schon Leute auf uns zu und gesagt haben, wenn es einen Tag oder zwei Tagen dann runterzufahren, ist man viel zu weit. Edge,
Die meisten waren am Freitag schon da. Also doch drei Tage. Was wir sagen können ist, ab Freitag 15.05 Uhr lief das Bier und auch der Grill. Und wir haben jetzt für 99 Euro pro Nase geschmaust wie die Blöden und gegessen, getrunken, Spaß gehabt ohne Ende. Ich glaube, jeder hat eine mittelprächtige Fleisch- und Bierallergie aufbauen können dürfen. Und wir freuen uns jetzt auch schon wieder alle aufs nächste Mal. Also wer Lust hat mitzumachen, herzlich gerne. Genau. Und das Ganze wird dann auch wieder über die GMF-Webseite laufen. Da bist du, glaube ich, gerade am Basteln. Also es wird eine neue GMF-Homepage geben, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon aktuell eine, auf der man sich informieren kann. Der Michael wird das wie immer verlinken. Dann haben wir eine GMF-Facebook-Gruppe, eine GMF-WhatsApp-Gruppe. Also auch da sind wir relativ modern oder breit aufgestellt. So, und die neue Homepage, die wird noch was Besonderes haben, nämlich mit einem Bezahlsystem, das heißt also mit so einem Minishop, wo man das Event direkt per PayPal und Online-Banking, also Kreditkarten werden wir nicht anbieten, weil das ist einfach zu teuer, das lohnt sich nicht und die Gebühren sind einfach zu hoch, das schaffen wir nicht, weil wir das mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis machen, aber die Seite müsste eigentlich so Mitte Dezember fertig sein, zu Weihnachten auf jeden Fall, sodass jeder mit seinem Weihnachtsgeld sich dann sofort schon das pünktlich buchen kann, um dann im Juni dabei zu sein, weil wir natürlich bevor oder genau an dem Tag, wo unsere neue Homepage offen geht oder beziehungsweise online gehen wird, nicht offen, online gehen wird, Entschuldigung, werden wir verkünden, welche Überraschung wir für den Freitagabend haben werden. Dann könnte ich mir vorstellen, dass doch wir auf einmal eine Flut an Anmeldungen haben werden. Und ich kann schon sagen, wir haben nur 52 Schlafplätze. Die ersten werden die ersten sein in dem Fall. First come, first serve. Denn drei sind für mich, mein Schatz und Patricia reserviert. Okay, ich stelle mein Zimmer stelle ich den Teilnehmern zur Verfügung. Ich hüpfe ins Zelt. So, und die Sache ist die ersten 52 Anmelder, da ist der Schlafplatz, die Übernachtung eben für zwei Nächte ist im Preis enthalten und alle anderen, wenn die Zimmer leer ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Sie können dann noch teilnehmen, aber müssen dann, was weiß ich, im Zelt, im Hotel, in der Pension übernachten. Das ist so ein oder kleiner, im Wohnmobil. Oder im Wohnmobil oder im Wohnwagen. Das ist dann so ein kleiner Frühanmeldebonus. Aber wie gesagt, dazu ja. Im Dezember mehr. Und auch dazu muss ich wieder nichts sagen. Von Freitag 18 Uhr bis Sonntag Nachmittag frei essen, frei trinken, mehr geht dann glaube ich auch nicht. Und Übernachtung ist natürlich auch drin. Schubst man aus dem Bild raus, genau, der zu viel. Und ich muss das mal nochmal eins sagen. Ich bin jetzt nur Gast hier und ich möchte mich nochmal bedanken und ich sage allen Zuschauern vom Grill Junkie und von Professor Taste, Leute, wer sich nicht anmeldet, hat echt was verpasst. Also, so für schnell anmelden, wie es geht, first come, first serve. Seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Alles klar. Das war's mit diesem Video. Leute, wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Ciao.